Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Und heute gibt es mal wieder eine Eisidee für euch. Und zwar mit Früchten und Joghurt, also richtig schön erfrischend für den Sommer. Und ja, wie es genau geht und was ihr dafür braucht, seht ihr jetzt. Für die Spieße braucht ihr wie gesagt nur zwei Zutaten. Einmal Früchte, die ihr gerne mögt, und Joghurt. Ich habe den Joghurt hier noch im Becher gelassen, dadurch kann man das Ganze gleich gut einstippen. Und die Früchte spieße ich jetzt als erstes einmal auf meine kleinen Partyspieße hier auf. Zusätzlich braucht ihr noch einen Teller oder ein Brettchen mit Backpapier ausgelegt. Auf dem Backpapier frieren die Spieße dann nämlich nicht so schnell fest. Die aufgespießten Früchte stippe ich dann einmal komplett in den Joghurt ein, ziehe sie dann wieder raus und lege sie aufs Backpapier. Anschließend kommen die Spieße dann für 5 bis 6 Stunden ins Gefrierfach. Die Joghurt-Eisspieße sind jetzt zurück aus dem Eisfach und ich lasse sie jetzt noch einen kurzen Moment antauen, bevor ich sie dann tatsächlich serviere, damit sie nicht mehr so ganz knochenhart gefroren sind. Man sieht die Farben der Früchte so ein bisschen durchscheinen und ich finde, sie sehen total schön aus. Und ja, ich hoffe, euch hat die Idee und natürlich auch das Video gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es mir einfach alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, da freue ich mich natürlich auch immer. Und ja, sonst bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub. Tschüss!